Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind auf der Messe. Wir sind auf der Tire in Köln. Benni genau. Leuchter, herzlich willkommen. Hi. Wir wollten schon ganz lange ein Video zusammen machen, weil ich bin der Meinung, das ist einer der schnellsten Frontantriebfahrer Deutschlands. Ist, glaube ich, nicht übertrieben gesagt gerade. Weiß ich nicht. Bestätigt man selber gerne, aber ich glaube schon. 24-Stunden-Rennen, auch gerade Erfolg. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz in eurer Klasse. Vielen Dank. Auch wenn ihr nicht viel gefahren seid, Benni ist trotzdem die ersten zwei Stints doppelt gefahren, also gleich Doppelstint gefahren. Das heißt, ein bisschen gefahren bis ihr meint. Ja, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, viel Fahrzeit. Nordschleife ist immer gut, 24-Stunden-Rennen auch immer. Das Wetter war für mich als Fahrer mega, für die Zuschauer leider total beschissen, kalt, nass. Aber ich hatte verdammt viel Spaß. Max Kruse Racing mit Golf 7 TCR, Golf 8. Eigentlich kein TCR, das ist ja so ein Prototyp, glaube ich, gewesen. Ne? Kann man so zusammenfassend sagen? Genau, grundsätzlich war es ein TCR-Auto, was wir jetzt noch mal ein bisschen weiterentwickelt haben, was wir aus dem Museum ausgepackt haben und eine Weltpremiere gefeiert haben. Es war ein 8er TCR? Mhm. Das war die Basis, genau. Ich hatte irgendwie immer im Hinterkopf, dass es gar kein 8er TCR gab. Nee, das Auto war damals 2019, als ich in der Turnwagen-Weltmeisterschaft gefahren bin, entwickelt, oder haben wir schon entwickelt 2019 für das WM-Jahr 2020. Da sollten wir mit dem Golf 8 fahren und Ende 2019 hat man ja die Motorsportaktivitäten eingestellt bei Volkswagen Motorsport. Somit ist das Testauto ins Museum gegangen und dieses Testauto haben wir ausgepackt und haben es renneinsatzfähig gemacht und im Prinzip jetzt beim 24-Stunden-Rennen das erste Mal gezeigt. Bevor wir zur eigentlichen Messe heute kommen, es geht um Reifen und Räder, wir sind in Köln, muss ich einfach nochmal auf das Thema eingehen, Frontantrieb und Rennstrecke. Was ich mir alles anhören müsste, was das für ein Quatsch ist, bau doch was mit Heckantrieb. Da bin ich aber bei dir eigentlich genau richtig. Ja, also mir ist eigentlich relativ egal, wo der Antrieb ist. Auto muss schnell sein. Aber so ein Fronttriebler macht halt extrem viel Spaß, gerade wenn es dann schwierig wird, wenn die Bedingungen schwierig werden, wenn es gerade eben nass ist, kalt ist oder vielleicht sogar so ein bisschen Mischbedingungen, dann macht so ein Fronttriebler extrem viel Spaß. Erste Frage, würdest du sagen, dass ein Fronttriebler, wenn er halt so knallhart als Rennauto gebaut ist, ein Nachteil ist gegenüber einem Heckantrieb? Kann man das so sagen? Oder würdest du sagen, das ist an sich schon ausgeglichen? Es ist ausgeglichen. Du hast mit dem Fronttriebler deutlich mehr Reifenverschleiß an der Vorderachse. Der Effekt, wenn du ein Auto rein performant abstimmst, ist der Effekt der Vorderachse deutlich extremer als bei einem Heckantriebler. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht sagen, das hat man damals auch in der Turnwagen in der WTCC-Ära gesehen, gab es immer die BMWs, die natürlich mit einem klassischen Heckantrieb gefahren sind und die frontangetriebenen Autos, wie zum Beispiel der Seat damals und der Chevrolet. Chevrolet ist 2012 Weltmeister geworden. Da war BMW dann, hat keine Rolle mehr gespielt. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass du beide Autos, Frontantrieb, Heckantrieb, am Limit fahren willst, was ist, würdest du sagen, einfacher zu fahren? Wenn man es wirklich zu 100% ausreizt, so ein Auto? Boah. Frontantrieb wahrscheinlich. Ist schwerer, echt? Mhm. Weil am Limit, genau. Ja, ja. Also weil du das Auto so abstimmen musst, dass das Auto halt über die Hinterachse mitlenkt. Das heißt, du fährst in die Kurve rein, das Auto ist schon leicht. Beim Hecktriebler kannst du halt alles übers Gas machen. Mhm. Also für mich ist der Hecktriebler eigentlich schöner zu modellieren. Ja, schöner zu modellieren. Aber wir haben gerade beim 24-Stunden-Rennen nachts standen wir schön Breitscheid und haben gesehen, wie ihr so zur Bergwerk-Hochfahrt, ist das da diese Rechtskurve, ne? Genau, Ex-Mühle und dann Hochbergwerk, ja genau. Ist das da, weil du sagst, die Hinterachse lenkt mit bei euren TCR, ist wirklich so? Du fährst dann da rechts um die Kurve mit, keine Ahnung, 140 und da fängt schon mit der Hinterachse so, echt? Ja, ja, in dem Achter zum Beispiel haben wir auch das sogenannte Bump-Toe, das heißt, wenn das Auto einfedert, macht er hinten die Spur noch weiter auf. Ach krass. Und wenn er ausfedert, macht er die Spur noch weiter zu. Das ist zum Beispiel beim Bremsen sensationell, weil du damit eigentlich extrem spät bremsen kannst, weil dein Auto total stabil ist. Wenn du dann die Last brauchst, wenn du eine weiche Feder hast und hast dann halt im hohen Geschwindigkeitsbereich, kommt dein Auto ja durch die Aerodynamik runter. Das heißt, wenn du jetzt am Schwedenkreuz schon auf Fahrhöhe 0 bist und dann federt er noch ein, also im Minus, dann macht er die Spur halt richtig auf und dann lenkt er halt schön mit. Und das bei 240 ist halt... Weil genau da diesen Effekt versucht ja jeder Hinterachse, Rollzentrum korrigieren, dass es gerade nicht so ist. Mhm. So, und ihr macht das wirklich mit Absicht, dass er wirklich auch... Ja, absolut, ja. Das wollen wir. Wir fahren auch immer statisch. Also wenn das Auto quasi auf dem Messplatz steht oder ich sag mal, auf dem Parkplatz im übertriebenen Sinne, dann ist die Hinterachsspur immer auf. Also wir fahren immer Nachspur. Ja, ja. Also die Räder zeigen nach außen. Damit eben, wenn du lenkst, dass dein Auto schon hinten mitlenkt. Geil. Mein großer Traum ist, dass wir irgendwann noch mal abartmäßig ein bisschen Content machen. Können wir ja mal gucken, sowohl technisch gesehen, als auch fahrtechnisch, als auch abstimmungstechnisch, weil da kann man auf jeden Fall jede Menge lernen, beziehungsweise ich habe schon jede Menge gelernt, weil wir uns schon oftmals ausgetauscht haben, weil ich auch zum Glück ein bisschen Hilfe bekommen habe. Aber heute geht es um die Messe, ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Auf geht's. Bevor das Video vorbei ist. Also grundsätzlich, die Tire in Köln ist eine Reifen- und Felgenmesse, die ich selber noch gar nicht kannte. Sie ist alle zwei Jahre hier in Köln. Sie kommt, glaube ich, ursprünglich aus Essen. Und es gibt nicht nur, wie der Name sagt, Reifen, sondern auch Felgen für die Faulen.
Räderwaschmaschinen, es gibt Werkzeug. Ja, genau, gibt es aber auch hier so beim Reifenhändler und so, ne? Wir laufen einfach mal ein bisschen rüber. Ihr wisst, ich liebe solche Messevideos, weil man kann ein bisschen schnacken, mal ein bisschen gucken. Deswegen ist das auch umso cooler, als Benni mit dabei ist. Und ich freue mich am meisten über deine Expertise, was Reifen angeht. Ja. Weil ich bin bis heute jemand, der bei Kleinanzeigen immer diese alten Pellen durch die Gegend schubst. Oh, ja, okay. So, ne? Und sollte weiß, man nicht machen. Ja, aber das Problem ist ja, ich bin ja selber auch noch so am Setup rausfahren. Und du weißt ja selber, wie schnell da was schief geht. Dann hast du wieder einen Satz Reifen verbrannt. Ja, na klar. Also wir machen zum Beispiel, wenn wir Setups ändern, wenn wir wirklich Limits testen, kommt nach jeder Änderung ein neuer Satz Reifen. Ja, glaube ich auch. Aber zwei Runden, zack, neuer Satz Reifen. Da bin ich halt wirklich noch meilenweit von entfernt. Dann ist der gebrauchte Ansatz auf jeden Fall der richtige. Was haben wir hier? Reifenwaschmaschine oder was? Wheel System? Ah ne, ein Lagersystem oder was ist das? Scanning. Ah ja, die scannen da. Wie viel Reifen habt ihr über... Also jetzt natürlich weniger, wenn ihr jetzt 24 Stunden durchgefahren seid, mit vorher, hinter. Wie viel Reifen zieht ihr so durch pro Auto? Boah. Kommt immer auf das Auto an. Bei dem Porsche sind 16 Satz vorgeschrieben, die darfst du nicht überschreiten, also 16 mal 4. Bei dem Golf, da machst du mehr die Vorderachse als die Hinterachse. Da haben wir so in Summe 60 Reifen, 60 bis 70 Reifen. Muss ich jetzt mal genau überlegen, aber sowas in dem Dreh. Krass, aber der muss ja im LKW bald schon ankommen, nur für Reifen? Nein. Oder kriegt ihr die hingeliefert? Die kriegen wir hingeliefert, werden auch vor Ort montiert. Da gibt es Reifenservice von den jeweiligen Reifenherstellern. Falken in unserem Fall, Goodyear, Michelin, die sind alle da. Und du gehst dann vor Ort mit deinen Felgen dahin und kaufst quasi Reifen, wie im Laden. Ah, das heißt, du darfst beim 24-Stunden-Rennen verschiedene Reifenhersteller fahren. Ist nicht so, dass du Falken oder Goodyear oder Pirelli fahren musst, sondern kannst selber aussuchen. Du kannst selber aussuchen. Es kommt immer auf die Kategorie an, in der du fährst. Zum Beispiel in der TCR-Klasse ist Goodyear der alleinige Reifenausrüster. Das heißt, jeder muss Goodyear fahren. In unserer Kategorie bist du freier, da kannst du fahren, was du willst. Und wir haben uns für Falken entschieden, weil wir natürlich mit denen A, eine Kooperation haben, aber B, vor allen Dingen auch. Wir haben zu Beginn des Projektes einen Test gefahren und da war der Reifen mit Abstand der beste. Da müssen wir auch immer nachfragen, ob es auch 17 Zoll gibt, weil meistens immer nur 18 Zoll und keine 17 Zoll halt. Ne? Stimmt, ja, stimmt. Ist auch nochmal nicht schlecht, wenn du Lagerhaltung machst mit dem QR-Code. Auf den Reifen. Wir haben zum Beispiel, müssen wir von der FIA teilweise unseren Reifen auch scannen, wenn du Reifen registrieren musst. Das heißt, du hast teilweise Reifen, da gibst du, bevor es Rennwochenende losgeht, sind das deine 6 Reifen, die du verwenden darfst. Beim Rennwochenende musst du die halt scannen und mit dem QR-Code oder mit einem Barcode, zack, sind die in der Liste hinterlegt. Und wenn dann am Rennen irgendwann dein Reifen einer dieser 6, die du angegeben hast, nicht auf dem Auto ist, die scannen das aber so aus, ja. Disqualifiziert. Macht ja auch Sinn, weil wie willst du das überprüfen, wie viele Reifen da mit einer anschleppt? Ganz genau. Wenn du eine Limitierung hast an Reifen, macht sowas Sinn. Aber warum kriegen wir es auf dem LKW-Bereich hin, so geile Felgen zu machen irgendwie, ne? Ja. Richtig schön poliert. Schön und so poliert, und ne? Hallo. Da sieht man wieder, wo die Kohle steckt, ne? Im LKW-Bereich. Hankook ist das, was ich jetzt auf dem Arbeit immer gefahren bin als Lick. Okay. Die gab's in 17 Zoll. Die waren auch Anfang letzten Jahres noch ganz gut lieferbar. Und dann war Katastrophe. Gab wirklich ganzen Sommer lang keine Reifen. Wow. So, und selbst jetzt hatte ich die Möglichkeit, 4 oder 6 Reifen zu bekommen. Aber gab es letztes Jahr tatsächlich bei einigen Herstellern Lieferschwierigkeiten? Also ich weiß nicht warum, aber es waren wirklich markenübergreifend Probleme mit Reifen. Und da hatte ich den Vorteil, die hatten auch meine Reifengröße in Soft, Mittel, Hard. Das heißt, da konnte ich auch mal ein bisschen rumspielen. Ne? Wie ist das bei euch auf dem TCR? Da fahrt ihr wahrscheinlich vorne und hinten einfach Mittel und weder Hard noch Soft, ne? Genau, ja, wir fahren jetzt mit einem Soften tatsächlich ringsrum. Ah, doch Soft? Ja, wir fahren Soften, weil es natürlich der performanteste Reifen ist. Und wir haben das Setup jetzt so gebaut, dass du mit dem Soft in der 9. Runde genauso schnell fahren kannst wie in der ersten. In der ersten Runde hast du halt das Thema, dass dein Auto schwer ist, weil voller Tank, 100 Liter. Hinten raus ist dann in der letzten Runde sind nur noch 12, 13 Liter drin und dann ist das Auto leicht. Mhm. Der Reifen ist aber dafür dann schon ein bisschen abgenutzt. Und dementsprechend wäre das Auto in der ersten wie in der letzten Runde gleiche Rundzeit im Rennen. Und im Qualifying ist der Soft einfach, wenn du da noch mal ein bisschen mehr Sturz reinpackst, noch mal ein bisschen performanter. Da habe ich eine Frage. Wie ist das, wenn ich einen soften und einen mittleren Reifen nehme? Können die beide die gleiche Temperatur oder ist der softe Reifen für ein Temperaturfenster, was eher weniger ist? Genau. Wenn es kälter ist, solltest du eigentlich immer weicher gehen von der Reifenmischung her. Aber viele Hersteller nennen ihre Reifen dann halt Soft, Medium, Hard, aber der Reifenaufbau ist anders. Die Karkasse, die Lagen, wie die gelegt sind im Kreuzverfahren. Und so, das ist ein Unterschied. Aber die heißen dann Soft, Medium, Hard. Heißt aber nicht unbedingt bei jedem Reifenhersteller, dass der Medium nicht auch kalte Temperaturen kann. Aber also ich fahre aber beide mit einer Betriebstemperatur von 90 Grad. Ja. Das ist nicht so, dass ich den Soft nur bis 70 Grad fahren kann, dann ist vorbei. Genau. Sondern ich kann auch den Soft bis 90 Grad fahren. Ganz genau. Sollte auch gehen. Ja. Okay. Ich sehe bisher, ich glaube, so viele Slicks werden wir heute auch gar nicht sehen. Ne? Ich habe bis jetzt auch nur, ich habe viel Winterräder gesehen. Ja, als wenn Winterreifen schon wieder vor der Tür steht. Ne? Ich hätte gerne mit dir ein bisschen Slicks geguckt, aber bisher sehe ich... Ich habe bis jetzt auch noch keinen gesehen. Sehe ich hier keine. Toyo R888R.
den wirst du nicht so häufig fahren. Nee. Aber habe ich schon mal gehört, den Reifen. Also ja, siehst du an der Lauflese vor. Das ist der Reifen, den wir zum Geradeausfahren nehmen. Also wenn du zum Geradeausfahren Traktion haben willst, egal ob vorne oder hinten, dann ist es die Pelle. Dann ist der wahrscheinlich extrem weich in der Flanke. Und auch merkst du so schon, dass der einfach weich ist und halt auch keine Temperatur braucht und einfach Auflagefläche hat und einfach die Verzahnung einfach zum Geradeausfahren passt. Auf der Rennstrecke. Die Querbelastung ist halt nicht so gut, aber wahrscheinlich schaffst du es mit dem Reifen, großen Reifenlatsch beim Beschleunigen. Du willst ja dann, wenn du Traktion haben willst, willst du ja möglichst dann, wenn der belastet wird, eine große Fläche haben. Mhm. So einen großen Reifenlatsch. Deswegen wird der wahrscheinlich hier weich sein. So weich und so weich. Ja. Und das ist aber dann für querweich nicht gut. Ja. Ist dann Kaugummi. Pudding. Das fährt da nicht so gut. Hier ist ein Slick. Hier ist ein Slick. Da ganz links. Ja, was ist das? 195, 190? Ja, steht da drauf, 190, ja, genau. 190, 85, 15. Hey! Gerade noch an der Nordschleife aneinander vorbeigelaufen. Genau, und schon wieder hier gesehen. Wie geht's dir? Alte Bekannte. Gut. Servus. Hi. Der Benni, hi. Elias, freut mich. Hi. Sorry, ich wollte euch jetzt hier nicht... Kein Problem. Alles gut, ich halte das hier nur kurz mal hin. Okay. Ja, wir sind eigentlich nur hier und unterhalten uns ein bisschen über unsere Fahrzeuge, um die Kurve und bei mir geradeaus. Okay. Wir laufen jetzt bis durch alle. Aber wir haben schon... Nee, haben wir nicht. Wir machen aber gleich auf jeden Fall die eine oder andere Challenge noch. Okay. Wir tauschen noch ein bisschen Räder, wir fahren noch ein bisschen Simulator und so weiter. Geil. Wir müssen uns unbedingt unterhalten, weil ich habe ja schon gehört, um die Kurve und geradeaus fahren und so weiter. Aber irgendwann müssen wir ja auch das mit dem Querfahren mal noch machen. Wie ist das bei dir betrifft? Ja, sehr gut, geht. Geht, geht, geht. Aber auch Ambitionen für oder sagst du so, auf gar keinen Fall, ist gar nicht meins, ich will sauber. Also, nein, ich mache unheimlich viele Driftvideos und Driftgeschichten mit dem Golf R auch zum Beispiel, um das Allradantriebsstrang auch zu zeigen. Im Schnee, auf dem Eis, in Schweden mache ich unheimlich viel. Das reine Driften, wenn du so reine Driftautos oder so hast mit extrem viel Lenkwinkel und so, das habe ich noch nie gemacht. Aber macht sicherlich richtig viel Spaß. Ja, also das Schöne ist ja auch, du kannst mit was ganz einfachem anfangen. E46, 325er, bisschen Lenkwinkel, Dip zuschweißen und Spaß haben. Und auch so ein bisschen die Idee bei uns an. Ich bin tatsächlich neulich bei einem Gripdreh das erste Mal ein Auto gefahren mit einem zugeschweißten Diff. Mhm. Also wenn man dann mal ein bisschen schneller fährt, und das ist ja wirklich krank, wie viel einfacher das mit dem zugeschweißten Diff ist. Ja, brutal. So, ne, also wirklich auch nur, dass auch die Kurve zufahren schon, wie das Ding einfach querfahren will. So, genau. So, also, das ist schon. Ist dafür gebaut dann, ja. Genau, und da kommt dann noch viel mehr. Sobald du anfängst, dann noch ein zweites Auto mit ins Spiel zu bringen, an das du dich dann anpassen musst und sowas, da wird es dann noch viel lustiger. Da wird es spannend, das würde ich gerne mal probieren. Das ist mega. Also das so Paralleldriften, das, in Japan machen die das viel, in Asien ist das ganz bekannt. Ne? Also da kommt der Sport ursprünglich her. Ende 80er ist er da entstanden, dann rübergeschwappt in die Staaten, USA und mittlerweile auch in Europa richtig populär mit der Drift Masters. Das Finale letztes Jahr war ein Fußballstadion, was asphaltiert wurde für ein Wochenende. 55.000 Plätze, 6 Wochen vor Event ausverkauft. Wow. Wenn ihr mal einen Trip macht nach Japan oder wirklich sowas, wo es wirklich ins Drift-Epizentrum reingeht, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Also das würde ich mir auch gerne mal angucken. Ich auch. Weil ich glaube einfach, dass das in Europa einfach, klar in Europa, wenn es raucht und wenn es laut ist und kreischt, natürlich laufen die Leute mal erstmal hin, wollen das alle erstmal gucken. Ne? Ja. Aber da geht es halt um ganz was anderes. Ne? Und das muss dann schon cool sein. Tatsächlich habe ich den Trip auch noch nicht gemacht. Also es wäre auch für mich eine mega Erfahrung. Also wenn ihr das macht, sagt doch, wir wollen Schweizkorn. Ja. Ihr baut gerade ein neues Auto? Wir sind dran, beziehungsweise wir haben unsere M4s schon umgebaut. Wir haben tatsächlich BMW M4 GT4 Chassis bekommen, um die Vorserien-Chassis, die jetzt im Winter zurück mussten, zu ersetzen. Das heißt, wir haben die komplette Running Gear, Motor, Antriebsstange, alles umgebaut. Am Wochenende, das waren schon die neuen Autos? Das waren schon die neuen. Von außen sehen die exakt gleich aus, aber von innen kann man jetzt endlich in jede Ecke schauen und die sind einfach Trauma. Ein GT4-Fahrzeug, ne? Von BMW, also genau, Chassis ist komplett GT4, aber natürlich Motor, Achsen und so weiter ist alles von uns. Mega. Ja. Letzte Frage, ihr werdet noch mehr Reifen verbrauchen als Benni wahrscheinlich mit der Drifterei, weil das ist ja richtig Reifen. Gehe ich von aus. Habt ihr da einen Partner, wo ihr die Reifen immer durchzieht oder alles kapiert? Wie macht ihr das? Tatsächlich seht ihr mich ja gerade an einem Stand sitzen von dem Reifenhersteller. Wir sind aktuell noch ohne Partner. Das heißt, wir fahren alles, was schwarz und rund ist und irgendwie funktioniert. Aber es wäre schön, wenn wir da einen zuverlässigen Partner in der... Ihr werdet ja hunderte Reifen pro Jahr brauchen, tausende eher, ne? Ich glaube eher tausende, wenn ich so überlege. Knapp
glücklicherweise bleibt noch dreistellig an der Anzahl. Aber natürlich, also sobald es trocken ist, du hast gesehen. Wie schnell das geht da, ne? Genau. Wahnsinn. Und dann kommt ja da auch noch die Logistik zu. Ihr fahrt ja wirklich rund um die Welt. Das heißt, du kannst ja jetzt auch noch nicht die Reifen mit nach Afrika schleppen. Das heißt, du wirst ja da irgendwelche Reifen vor Ort nehmen und so, ne? Genau. Das ist ja verrückt. Ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Ich kenne das. Ist halt Profibereich da. Genau, vom Falken habe ich das. Gibt es die Falken Drift Brothers, glaube ich, machen das auch, oder? Falken Drift Team. Drift Team, genau. Ja, genau. Ja. Da hatte ich schon mal so leichte Berührung, weil wir auch Falkenreifen im Rennauto fahren, also im Rundstreckenauto. Aber so das Paralleldriften, das würde ich mir auch noch mal geben. Ja. Hätte ich Bock drauf. So, wir wollen dich nicht mehr draufhalten. Danke für die Zeit. Vielen Dank erstmal weiter. Danke. Genau. Viel Spaß. Und wegen Japan sag Bescheid, ne? Mach ich auf jeden Fall. Ciao. Das ist natürlich auch geisteskrank, ne? Diese Driftgeschichten. Ja, vor allem die beiden als Bruderpaar, so nenne ich es jetzt einfach mal, von Red Bull gesponsert, sind wirklich so niegelnagelneuer M4 damals. Direkt wirklich Motec-Steuergerät, große Turbolader drauf, 1000 PS auf Serienblock. Also die fahren das wirklich auf dem Serienblock und der Block kann das. Und wirklich, das ist halt dann, ja, das ist halt einfach drifttechnisch dann eine andere Liga, weil es ist halt einfach so dieses Highspeed-Drift, ne? Genau. So mit 30, 60, 70 km/h über dem Parkplatz ist die eine Sache, aber halt so in, wir waren in, das war im Rahmen von der DTM Hockenheimring. Ja. Wenn die dann... Ach ja, in Sachskurve da. Ja, Alter, da fahren die aber dann mit 160, 170 oder so rein, ne? Das ist dann halt schon eine andere Liga. Geisteskrank. Benni, ich sehe etwas. Das müssen wir beide jetzt zusammen auf jeden Fall machen. Ich habe das einmal schon bei Milwaukee auf dem Trackday gemacht. Ja. Allerdings war ein bisschen anders. Hier direkt im Foyer Simulator. Wir beide gegeneinander. Räder umstecken. Ja, okay, bin ich dabei. So, Zentralmutter. Das heißt, ein Akkuschrauber, also ein Schlagschrauber. Mhm. Rad von links nach rechts, Buzzer drücken und auf Zeit das Ganze. Krass, ja. Ja, traue ich mir zu. Glaube ich, bin hier auch nicht so schlecht. Also Benni ist ja eigentlich so mehr der Rennfahrer, ich bin ja mehr der Schrauber. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass du eigentlich auch ziemlich gut schrauben kannst. Weiß ich kann gut schrauben, ja. Das, man merkt es, man hört es raus und man merkt es sofort, ob einer Schrauber ist oder nicht, halt so ungefähr. Ne? Wir haben hier aber auf der Taille so einen coolen Simulator. Das habe ich schon 2-3 Mal an verschiedenen Stellen gesehen. An der Stelle allerdings anders. Zentralverschluss, für mich das allererste Mal, noch nie mit Zentralverschluss gearbeitet. Krass, ja. Grünen Knopf drücken, das Rad ab mit rübernehmen, draufstecken, das Rad mit rübernehmen, draufstecken und grünen Knopf drücken. Vermute ich jetzt einfach mal, ne? Oder was sagst du? Wahrscheinlich, ja. Also ich bin jetzt gerade schon am Überlegen, was schneller ist, ob du erst beide löst und dann nur umsteckst. Und dann nochmal hin und her läufst, aber es macht keinen Sinn. Du musst lösen mit rüber, nimmst den Reifen gleich mit rüber wahrscheinlich, löst, nimmst du mit rüber und gehst dann nochmal rüber und steckst den letzten. Also eigentlich müsstest du da anfangen. Ich würde, ja, du musst ja den Knopf drücken. Ja, du musst ja dann am Ende, wenn du den wieder festgemacht hast, nochmal umrennen und Knopf drücken. Das soll ja eine kleine Challenge werden. Boah, ich fange jetzt schon an zu schützen, weil ich weiß, wie anstrengend das gleich wird. Wir machen 3 Versuche, aber abwechselnd. Das heißt, jeder kann sich von dem anderen ein bisschen was abgucken. Ne? Das ist ein geiler Deal. So, ja, ne? Aber dann werden wir ja sehen, wie, wo, was etc. Okay. Du darfst anfangen. Du hast den Schrauber schon in der Hand. Aber denk dran, ne? Knopf drücken, dann loslegen und dann wieder. 3, 2, 1. Alter, Benni, wir sind nicht mehr beim 24-Stunden-Rennen, ne? Das ist eine Challenge hier, Philipp. Hey Benni, ich helfe dir mal, die Mutter liegt hier. Okay, geht schneller. Zweimal Mutter verloren. Ready? Ja, weggeholt. Wow. Wow. Das ist gut.
Geht aber noch, also 5 Sekunden geht ja, aber noch. Ja, ich glaube auch, ich gehe drunter auch, ja. Mach noch einen jetzt. So, okay. Falsch rum? Ja, das hatte ich auch vorhin. Also ich weiß eine Stelle, wo man Zeit verliert, anders testen, ist die Mutter ansetzen. Jawohl! Es geht noch schneller. Aber motiviert bist du, ne? Ja klar. Das kann man nicht anzweifeln. Ich kann nicht verlieren. Ready? Ja. 1, 2, 3. Stopp, stopp, stopp. Ah, das geht leider nicht. Ja. So. Also ich hatte die Hoffnung, dass man die Mutter mit anstecken kann. Ja, das ja, genau. Geht aber nicht. Geht nicht. Du musst sie mit Hand ansetzen. Auch das Ganze ist zu lang irgendwie, das klimpert und so weiter halt. Ne? Bei uns haben wir haben so Gummiringe in dem Werkzeug drin, dass die Mutter festgehalten wird. Das geht tak, tak, das geht noch viel schneller. Okay, letzter Versuch, alles oder nichts. Was 31 gegen 33, ne? Ja. Ich will jetzt 29 sehen. Okay? Jo. Nein! Reifen! Hab drüben verkackt. Ja. 29 geht, aber ich hab verkackt. Aber 31 ist hart. So, ready? Yes. Letzter Versuch. Sehr gut, Mutter weg, ich leg sie dir hin. Jawohl. Mutter liegt hinter dem Schlagschrauber. Boah. Ey, wir haben leider einen Punkteabzug. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Das wäre 29, wäre das geworden. Nee, müssen wir schwächen machen. Einen letzten. Okay. Live aus dem Sky-Büro, heute mit Philipp Kess und Benny Leuchter. Hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, wenn deine Mutter, wenn du die Mutter draufsetzt, da ist der Schlüssel, da holst du die Zeit. Ich versuch's jetzt mal. So, ein Stechen oder was? Ja. Einer muss sich ja noch wehtun heute auf jeden Fall. Also, letzter Versuch von mir gerade da hinten, das Rad nicht ganz fest gewesen. Das ist wie, als wenn du eine Abkürzung fährst auf der Rennstrecke. Ich glaube, Benny hat es wieder losgemacht, während ich hier war, damit er noch einen Versuch kriegt. Let's go, komm Benny. Ah, aber nochmal verbessert, knapp unter aber. Viel mehr geht nicht.
29 wäre aber... Ist gut anstrengend. Also es gibt eine Version, die ich gesehen habe, wo man ein bisschen Zeit holt ist. Ich, beim Weglegen mache ich den Schlagschrauber schon mal auf vorwärts drehen. Ja. Weil dann kannst du nämlich beim Ansetzen direkt ranwichsen, das Ding. Ne? Ich glaube, die Zeit, der Schlüssel ist, wie die Mutter drauf geht. Ja, ist auch so. Wenn du Glück hast, sie bleibt da vorne drauf, ist das die halbe Miete. Jetzt aber so. Gib alles, daran hängt jetzt viel. Das sieht Druck. Schnell aus. So, komm. Jawohl. Sieht gut aus, ey. Der ist schnell. Er macht das richtig. Wow. Gut, ich bleib beim Rennen fahren. Ich bleib beim Rennen fahren. Das war Glückssache, dass die Mutter drauf ist. Ja, hab ich gesehen. Und ja, die ist auch im Schlagschrauber hängen geblieben. Weißt du hast nicht erst die Mutter angesetzt. Ja. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein, zwei Upgrade-Varianten und wir schaffen sogar unter 20. Wow. Ja, unter 20. Ja. Aber nur, wenn wirklich Mutter drauf bleibt, du es genau, hinstellst, ganz genau. Der stehen würde genau, und wieder drauf. Drauf, ja. Er ist brutal. Geht das schon. Ja, also für mich als Körperklaus, ich bin auf jeden Fall am Ende. Ich bin auch gut geschwitzt, aber ist geil, geile Challenge. War witzig. Und ist auch körperlich cool, ne? Und auch schraubertechnisch irgendwie. Ist mega. Ist das geil. Also erste Challenge von heute. 1-0. 1-0 für mich. Aber... ich glaube, wir werden nachher noch Simulator fahren und ich denke, das Ding geht auf jeden Fall am Ende. Ich hoffe, weil das ist meine Stärke. Aber, also das ist brutal, also Respekt. Du musst dann ja beim Simulator fahren 5-6 Sekunden schneller sein als ich, ne? 5 Sekunden wäre wünschenswert. Los, danke. Halle 2 von 3. Also was schon mal cool ist auf dieser Messe ist, es ist tatsächlich noch so richtig eine Messe. Also heißt wirklich Messeaufbau, richtigen Standbau, richtig... Ware präsentieren, richtig Neuheiten zeigen und auf jeden Fall auch internationales Publikum. Also man merkt irgendwie einfach, dass hier eine internationale Stimmung ist. Ich finde irgendwie so... Da sind Slicks, komm her. So Messereifen sehen doch irgendwie immer anders aus, oder nicht? Findest du nicht? Also ich habe noch nie einen Reifen ausgepackt, der so aussah. Der ist doch lackiert oder so. Mattlack oder was drauf. Merkst du das? Der ist so krass. Da, oh ja, ist lackiert. So krass schwarz-matt irgendwie. Pass mal an. Stimmt. Aber geil, ne? Also schon optisch. Ich finde das schon in Nürburgring. Die fahren natürlich auch seit Jahren schon mit. Jetzt dieses Jahr sind sie, glaube ich, mit einem BMW M4 GT4 mitgefahren. Und die machen, die haben ein reines Frauenteam. Also vom Mechaniker über Ingenieur bis Fahrer, alles rein Frauenteam. Finde ich ein ziemlich cooles Projekt, muss ich sagen. Ich war begeistert, laufe durchs Fahrerlager und habe ein Mädel gesehen, wie sie gerade die Reifen sauber geföhnt hat. Pickup weg. Bei dem Team und wirklich, also nicht nur die Mädels fahren, sondern die Mädels schrauben auch. Ja. So, ne? Das finde ich gut. Das ist ein tolles Projekt. Und die machen das seit Jahren schon am Nürburgring auch. Natürlich, klar, ich denke, Werbemaßnahme, härteste Rennstrecke der Welt, größte Autorennen der Welt und so weiter. Marketing, aber cool, dass sie sich engagieren. In Asien habe ich gelernt jetzt. Ist es einer der größten Reifenhersteller der Welt. Also ist größer noch als Michelin und Bridgestone. Ich muss mal kurz fragen gehen, ob es hier 17 Zoll Slicks gibt. Mir fällt gerade auf, neben dem T1, das ist somit das erste Auto, was man gefühlt irgendwie sieht. Ne? Also dafür, dass es eine Reifen- und Felgenmesse ist, sieht man schon extrem wenig Exponate, weil wir kennen das so von den Messen, es stehen immer Autos rum. Das erste, ist was viel mitbringt, Demo, ist ne? Ausgestellt, Reifenprofilfläche, Negativprofil, aber das ist schon cool. Der A1 sieht gut darauf aus. Das ist der A1. Also sieht auch schon fast aus wie so ein geschnittener Slick immer, ne? Bist du den schon gefahren? Ja, den bin ich auf dem. Das war der erste Semi-Slick, den ich auf dem Abarth gefahren bin. Echt? Okay. Mhm. Geiler bei dem Reifen ist, selbst bei einem leichten Auto, wenn du den einmal an den Tag leicht warm gefahren hast, also wenn du einmal so ein bisschen Temperatur in dem Auto drin ist, dann fährst du raus, funktioniert sofort. Ehrlich, ja? Ja. Also den brauchst du wirklich, fand ich wirklich extrem wenig warm fahren. Ne? Und wie ist das mit einem Auto, der, wo es jetzt ein bisschen schwerer ist, baut der schnell ab, der Reifen? Oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er schnell verschleißt auch. Wahrscheinlich, ja, ne? Weichem Aufbau, weiche Mischung. Ja. Generell sehe ich sehe viele Offroad-Reifen hier. Extrem viele Reifen mit Maximalprofil. Wenig Semi-Slick und wenig Reifen mit hohem Negativprofilanteil. Das ist der Sportreifen. Der sieht wild aus, ne? Ja. Sieht wirklich wild aus. Da habe ich aber jetzt schon viel Gutes drüber gehört. Ja? NS2R. Selber noch nie gefahren. Noch nie gefahren, aber von einigen Leuten jetzt schon gehört, dass der tatsächlich
auch für denjenigen, der halt nicht nur AR1 Vollgummireifen gefühlt so, ne, soll der wirklich performen. Das ist so ein Mix zwischen Sportreifen. Und auch noch preislich günstig. Boah, aber was du hier siehst, guck mal, wie der hier abfällt. Siehst du das? Hier hat er seine Auflagefläche und dann baff, fällt er hier ab. Das ist wirklich beeindruckend bei dem Reifen. Aber meinst du, das ist positiv? Also ich könnte mir vorstellen, der hat so ein bisschen eierig fahrendes Fahrgefühl dann. Mhm. Mhm. Weißt du? Und Luftdruck ist bei dem Reifen wahrscheinlich extrem wichtig. Mandy, was würdest du sagen, wenn wir dir den Reifen auf den TCR machen? Ja. Sagen wir, wir würden es in deiner Größe geben. Ja. Was würdest du aus dem Bauhaus sagen? Nordschleife, wie viel langsamer? Boah. Was für eine Frage, ne? Aber boah. Gigantisch. Also wahrscheinlich 1,5 Minuten? Ja. Schon so in dem Bereich, ne? Du kannst nicht bremsen, du kannst nicht lenken. Kannst einfach nur rumrollen, ne? Doch, Adenauer Forst, könntest du geradeaus fahren. Einfach geradeaus durch, ne? Abkürzen. Ich glaube auch, dass das wirklich krass ist, wie die Unterschiede in einem Reifen sind, ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Also ich glaube, man kann immer ganz gut die Unterschiede in der Performance von einem Reifen auch gut erklären, wenn du jetzt Sommerreifen auf Schnee fährst. Wie schlecht das funktioniert und wie gut es mit Winterreifen funktioniert. Ne? So ähnlich ist das ja auch mit Performance-Reifen. Der setzt sich halt zu und schau mal. Alter, den finde ich sehr interessant. Das sieht auch schon krass aus, ne? Ich sag dir, das sieht nach einem sehr performanten Winterreifen aus. Die Frage ist, braucht man das? Es sieht irgendwie sehr beruhigend aus, das finde ich irgendwie so, ne? Das sieht so. Hier, wenn du, der ist butterweich. Aber diese kleinen Dinger, die werden sich ja wegfahren, ne? Die werden ja auch relativ schnell dann glatt sein. Nee, das sind Blöcke, die sind durchgeschnitten. Siehst du das? Damit er arbeiten kann. Mhm. Das ist, damit der Schnee wird hier nie ein Thema sein mit Zusätzen, weil er sofort die Schneedecke bricht. Mhm. Und dadurch, dass es so viele kleine, guck mal hier, das ist so normal. Ich meinte auf der Oberfläche diese kleine Prägung nochmal. Achso, das wird weg sein. Das sind wie die kleinen, ich denke auch, das haben die aus optischen Gründen hier zum Ausstellen gemacht. Du hast ganz viele kleine, weißt du, ne? Aber wenn du dir jetzt so normalen Winterreifen anschaust, hier, schau mal, du hast so große Profilblöcke mit einem kleinen Einschnitt, ja. Das arbeitet nicht ganz so schön wie hier das. Das ist doch viel, seht ihr das? Das ist viel weicher. Und dementsprechend kann der die Schneedecke nochmal viel besser brechen. Also glaube ich, dass das in Summe, das ist auch super weich, ja, in Längsrichtung, aber du hast halt nie das Problem, dass sich der Reifen zusetzt. Interessanter Reifen. Ja, da wir so viel Schnee in Hannover haben. So, genau 2 Wochen. Es gibt, nee, noch nicht mal 2 Wochen, es gibt genau einen Abend. Es gibt einen Abend bei uns in Hannover immer, wo es schneit. Den Abend musst du nutzen, oder? Jeder Parkplatz ist belegt. Ja. Handbremse. Gehen wir mal weiter in die nächste Halle. Wir waren jetzt noch nicht in Halle 3, richtig? Genau, jetzt geht's in die nächste Halle. Aber geil, wie mittlerweile slick fixiert wir sind so, ne? So, endlich mal ein Regenreifen, ne? Endlich mal ein Regenreifen, tatsächlich. Ja. Ein Rennregenreifen, muss man dazu sagen. Sind mittlerweile auch Ausrüster für die WTCR, also die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, da wo ich auch gefahren bin, 2019. Da war es noch Yokohama, der generelle Ausrüster. Also mittlerweile ist es Kumo. Was ich so aus dem Fahrerfeld höre, ist es ein sehr performanter Reifen, der gut funktioniert. Ist halt der Wahnsinn, ne? Dass es so viele Slicks gibt, ne? Das schwarze Gold. Also das ist wirklich, also dass man, es ist ja einfach nur eine schwarze Gummidecke und man es trotzdem schafft, dass der Reifen so unterschiedlich funktioniert. Ne? Das ist Wahnsinn. Flanke, Reifenmischung, kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Ne? Reifenaufbau, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Wissenschaft für sich. Und guck mal, der sieht ja hier auch schon anders aus, ne? Also gegenüber den meisten ist er hier tatsächlich an der Karkasse mal ein Unterschied, hier oben an der Kante genau. Du, ne? Siehst jetzt hier auch nochmal so einen kleinen Bauch. Der macht so einen kleinen Bauch. Fährt mit je nachdem, also ich würde vermuten, dass der Reifen mit relativ viel Sturz gefahren wird. Der hätte ich auch gerade gedacht. Das sieht irgendwie so aus, als wenn die Kante hier mit dem Sturz die ganze Zeit arbeitet. Relativ viel Sturz. Und hier finde ich es immer wieder Wahnsinn. Jeder, der das erste Mal mit Regenreifen fährt, wie krass so ein Regenreifen fahren soll. Also ich selber bin noch nie mit Regenreifen Slicks gefahren. Ich würde es mehr interessieren sogar als bei einem Slick. Echt? Ich bin so beeindruckend. Aber das ist ja wirklich, wenn ich sehe, wie ihr im Regen fahrt, ist das ja... Also geisteskrank. Das ist ja nicht zu vergleichen das mit einem normalen... Ja, das ist beeindruckend. Also das fährt viel, viel, viel besser als ein normaler Sommerreifen im Regen, ne? Ja, deutlich besser. Ja. Woran liegt das, weil er so weich ist? Einmal Reifenmischung, Reifenaufbau natürlich. Du musst dir vorstellen, du fährst ja mit dem Reifen auch den gleichen Sturz, weil du baust nicht, manchmal hast du einfach die Zeit, nicht das Setup zu ändern, du würdest immer Sturz rausnehmen bei Regen, einfach weil du mehr Reifenauflage produzierst dann beim Bremsen und beim Beschleunigen, ganz klar. Aber du musst dir vorstellen, du fährst ja hier auch mit Sturz und das heißt, du fährst eigentlich in der Regel so in dem Bereich, da fährt der Reifen, ja.
Und wenn du das schaffst, diesen Streifen gut zum Arbeiten zu bringen, ist natürlich perfekt. Bei einem Straßenauto hast du das Problem, dass du nicht viel Radsturz hast, fährst immer mehr auf der Außenschulter vom Reifen. Das heißt, fährst immer mehr die Ausgabe ab. Hier innen fährst du eigentlich kaum. Das ist eigentlich genau umgedreht. Dadurch, dass Rennautos viel Sturz haben, bist du eigentlich immer in dem Bereich, so, wo du fährst. Aber man sieht halt auch schon mit diesen dicken Rillen, dass der verdrängt Wasser auch. Ja, genau. Ende, ne? Da drüben ist ein Straßenreifen, guck mal. Ja, ja. Das ist halt einfach, der verdrängt deutlich mehr Wasser als der Reifen. Das wird sein, ne? Der wird wirklich mit seinem vollen Fahrzeuggewicht auf diesen einzelnen Gummiblöcken reiben und stehen und darüber auch Temperatur in so einem Reifen. Fährst du den im Trockenen, zweite Runde ist er kaputt, ne? Ja. Das ist genau der Nachteil. Deswegen kannst du mit so einem Negativprofil und mit so großen und so einer Mischung auch überhaupt nicht im Straßenverkehr arbeiten, weil da fährst du 5000 Kilometer, ist der Reifen weg. Aber selbst so ein Regenreifen hat keine Straßenzulassung, ne? Also nein, das ist wirklich ein Rennreifen für die Rennstrecke, ne? Ja, ja. Also Pirelli ist auf jeden Fall gefühlt am meisten los hier, ne? Ja, da gibt es schönen Kaffee, sehe ich gerade. Café Milano, es gibt schönen Wein. Also man merkt, man ist bei Italienern daheim. Ich habe in diversen, also zum Beispiel Bekannter von mir fährt so eine Ferrari-Challenge. Da fährt man nur Pirelli-Slicks. Da sagen die klipp und klar, Pirelli ist mit Abstand der beste Slick. Auch der teuerste Slick, irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro einer oder so, teilweise bis 1000 Euro einer. Wow, okay. Aber es wahrscheinlich kann man so pauschal nicht sagen, das ist wahrscheinlich immer fahrzeugabhängig, ne? Ja, es gibt extrem viele Serien, die dann halt reifenbezogen ausgestattet werden, wie zum Beispiel, ich glaube, die Intercontinental GT Challenge, die hat auch Pirelli. Als Reifenausrüster, die Lamborghini Super Trofeo, meine ich auch, hat Pirelli als Reifen, und bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dann hast du halt einen Reifenhersteller, also alle müssen den gleichen Reifen fahren. Das ist halt cool für die Competition, aber man weiß nicht, ob der Reifen dann auch perfekt zu dem Auto funktioniert. Ja, ist halt eine Abhängigkeit dann auch. Ne? Ganz genau. Okay. Kommen wir zu Bennys Favorit vom 24-Stunden-Rennen, Falken. Oh ja, das sind ja unsere Ausrüster für unsere Fahrzeuge. Mit den Kollegen von Falken haben wir seit 4 Jahren eine Kooperation und haben den Reifen tatsächlich auch entwickelt für unser Auto, für den Fronttriebler, für den TCR, für den Golf. Funktioniert wirklich richtig gut. Besonders der Regenreifen, der ist total unterschätzt. Ich weiß gar nicht, Falken, ich wusste, also ich kenne ja so, jeder kennt diese alte Falken High Performance Werbung. Mhm. Ob es den, ehrlich gesagt, den Slick auch in 17 Zoll gibt, müssen wir tatsächlich mal gucken, ne? Weil dann, das wäre für den Arbeit dann definitiv auch nochmal eine Alternative. Da auf jeden Fall, müsste man mal fragen, ich bin mir gerade nicht sicher, könnte ich nachher mal nachschauen. Aber welche Breite fährst du? Ich kann eigentlich von 200 bis 240 alles fahren. Unser Regenreifen ist 240, der Slick ist ein 270er. Ja, ja. Müsste ich mal nachschauen, aber ich glaube, es müsste das sogar geben. Aber bevor es hier losgeht, ich sehe da einen Simulator. Oh. Und da Benni ja gute Connection zu Falken hat, werden wir jetzt Folgendes machen. Wir beide fahren jetzt einfach mal eine Runde Simulator und ich guck mal, wie hart ich einen auf den Sack bekomme. Oder auch nicht. Let's go, Simulator. Ja, was haben wir? Porsche 992 GT3 R, das ist ein GT3 Auto. Freue ich mich sehr, weil das Auto macht extrem viel Spaß im echten Leben. Allererste Frage, wie viel Simulator fährst du so? Ganz wenig tatsächlich. Ich mag das nicht, weil mir wird meistens schlecht. So ganz wenig heißt jetzt so eine Stunde die Woche, 10 Stunden die Woche? Im Jahr vielleicht mal 5 Stunden. Also bist eher so der Real-Fahrer und gar nicht so, weil normalerweise Rennfahrer sind schon so. Ich habe mit ganz vielen gesprochen beim 24-Stunden-Rennen, die tatsächlich stundenlang nachts und auch im Regen gefahren sind, um einfach. Aber bei dir ist einfach die Praxis eh da. Genau. Deswegen ist da. Das ist cool, die Simulationen heutzutage sind mega. Du kannst auch echt verschiedene Setup-Daten, als ich in der Turnwagen-Weltmeisterschaft gefahren bin, war es sogar so krass, da war der Simulator, also wir hatten einen eigenen Simulator, der war verbunden mit dem Motorenprüfstand und ich bin oben gefahren und unten ist der Motor gelaufen. Das war ganz krass, aber mir wird schlecht in den Simulatoren, tatsächlich. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich eine kleine Challenge machen. Ich werde einfach nur verlieren, weiß ich jetzt schon, aber es geht um den Fun-Faktor und deswegen würde ich sagen, let's go. Nürburgring Grand Prix Strecke? Ja. Mit Porsche. Genau, Porsche 992 GT3 R. Das ist die lange Variante, habe ich gerade verstanden, mit Dunlop-Kehr, also so wie wir jetzt beim 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Inklusive Mercedes-Arena, also die Variante kenne ich so gar nicht. Also entweder hast du die Kurzvariante mit Dunlop-Kehr oder Mercedes-Arena ohne Dunlop-Kehr. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. ABS, Traktionskontrolle und so weiter, hat das Ding alles wahrscheinlich. Hoffe ich. Also im echten Leben ja. Hier steht es zumindest. Ist ja irgendwas, ne? AC ist Klimaanlage wahrscheinlich. Jawohl, die brauchen wir jetzt recht. Die muss warm, kalt sein, ja. Wenn die eine Sache auf jeden Fall, du fährst als erstes, dann kann ich nämlich mal ein bisschen abgucken. Ich bin gespannt. Oh, ne? Let's go hier. Okay. Ja, also man sieht einfach der Profi, wie der schon am Lenkrad kurbelt. In Bereichen, wo man eigentlich denkt, der will doch einfach nur eine Kurve fahren.
Ja. Boah, siehst du hier, guck mal her. Die Bremse ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, aber nur das, für einfach nur losfahren sieht das schon echt gut aus. Also hier oben siehst du auf jeden Fall scheinbar die Differenz zur letzten Runde. Und hier ist Current Runde. Ich sag dir gleich Bescheid, ob er dann eine neue Runde aufnimmt. Also Bestzeit war scheinbar hier 1,55, ohne dass ich dich unter Druck setzen will. 1,55, boah, da muss doch irgendeiner hier, der richtig Bock hatte, gefahren sein. Wahrscheinlich der hier selber, der das hier alles macht. Ja, mit den alle Cheats aktivieren, ne? du bist jetzt ja selber die Strecke auch mit diesem Auto schon mal gefahren. Ne, mit dem Auto nicht. Ich bin den 992 GT3 Cup gefahren. Das ist die kleinere Variante davon. Die sind schneller auf den Geraden, aber in den Ecken nicht so schnell wie das Auto hier. Wie nah ist das jetzt gerade so im Thema Bremspunkten und so weiter dran? Bremspunkte sind sehr, sehr realistisch, muss ich sagen. Die Geschwindigkeiten passen auch so von dem, was geht. Also wenn die geht jetzt hier nahezu voll. Nur kleiner Lupfer. Ah, das heißt, du kennst auch wirklich die Kurvenabschnitte geschwindigkeitstechnisch halt einfach schon so krass, dass du ganz genau sagen kannst, was geschwindigkeitsmäßig genau geht. Deswegen das ein bisschen unfair jetzt. Ein bisschen, bedingt. Geringfügig, nachdem er gerade 24 Stunden gefahren ist. Im Fronttriebler. Im Fronttriebler, okay. Ja, war nur 8. Schön, war ja die große Runde, ne? Die 40 Runden. Boah, ich will jetzt die Bestzeit fahren. Sonst höre ich nicht auf. Aber nee, guck mal, also das ist schon die Rundenzeit, die wir jetzt gerade fahren. Ich weiß nicht, wie ihr das rechnet, aber das ist schon eine 1,59,4. Also das war schon die Zeit, die ihr hochrechnet. Also man merkt auf jeden Fall, wie schnell du das lernst. Ah. Boah, gleich das Snap. Track Limits. Nein, ehrlich jetzt? Ich kotze, da muss ich noch eine fahren. Das gibt's ja gar nicht. Aber er zählt die Zeit trotzdem. Okay. Aber das hat mir eher Zeit gekostet, als dass es mir was gebracht hat. So, ich behalte mal die Current-Zeit im Auge, ob er irgendwo auf einmal ein paar Sekunden draufrechnet oder so. Aber wir sind jetzt schon bei... Oh, aber krank gefahren hier am Ende. Wir sind jetzt aber schon bei 48, 51, 52, also das... das passt schon. 59, 2. Hast du hervorragend gemacht, Benni. Ach, vielen Dank. Ich bin auch echt geschwitzt jetzt, ne? Wird warm in dem Stuhl. Also man sieht und merkt es einfach sofort. Aber es ist schon sehr realistisch. Also Bremspunkte und Geschwindigkeiten, das ist schon krass. Ja, das Problem ist, wenn man es so live auch gar nicht kennt, ne? Dann ist es schwer, sich reinzufinden, ne? Ja, vorhin jetzt in so ein paar Runden. Ich bin ja froh, dass ich die Strecke überhaupt kenne. Ich muss mal den Trackguide für Philipp spielen. So, hier gibt es einen kleinen Trick in der Kurve. Da musst du einen Shortshift machen. Kannst du nämlich Vollgas halten. Dann darfst du nicht mehr lupfen. Weil immer, wenn du lupfst, wird das Auto kurz leicht. Ja, macht er, aber guck mal hier, der Vorteil, den man hat beim Simulatorfahren ist, ganz ehrlich, du brauchst keine Angst zu haben, weil wenn du abfliegst, drückst du einen Knopf und hast ein neues Auto da stehen. Deswegen mag ich das nicht so, weil das ist einfach nur Try and Error. Du machst es 100 Mal, fährst da durch, haust 100 Mal das Ding in die Bande, drückst dann den Reset-Knopf, hast ein neues Auto da stehen. Im echten Leben hast du es genau einmal, weißt du, es tut weh. Stimmt, ja. Und Streckenpraxis. Guck mal hier, der Philipp, guck mal her. Ja, Rallye-Cross-Einlage. Oh, und jetzt kommt Snap. Oh, jetzt hör. Guck hier, er kriegt sogar eine Penalty. Er hat schon eine Penalty bekommen. 0,9 Sekunden vor cutting the track. Ah, Track Limit. Das Ding ist giftig, ne? Ja. Das ist ein GT3, der hat viel aerodynamischen Abtrieb. Und wenn der einmal weg ist, dann hast du Party vorne, dann musst du was tun am Lenkrad. Man hört gefühlt mehr Getriebe als alles andere, ne? Das ist tatsächlich auch so im echten Auto. Das ist wahnsinnig laut. Wir mussten bei mir im Helm ein anderes Mikrofon einbauen, weil die Box mich nicht verstanden hat, weil das Getriebe so laut singt in dem Auto. Das ist komplett grafisch. Ja, ja. Singt, es ist Wahnsinn. Aber sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Schön hart bremsen, jetzt lupfen, lupfen und wieder ins Gas. Genau, die geht sehr schnell, die geht sogar im vierten Gang gleich. Im vierten? Ja, die geht im vier. Schön früh die Bremse loslassen. Ja, ich wollte jetzt erstmal eine Runde immerhin sauber absolut durchkommen. Absolut. Aber man merkt auf jeden Fall, was man sieht jetzt, dass Philipp schon Rennstrecke fährt. Er hat Rennstrecke. Er ist nicht das erste Mal in der Umgebung. Er fährt die richtige Linie, er positioniert sein Auto auf jeden Fall mal. Aber wenn ihr mal guckt, seine Blickführung, er geht immer tief in die Kurve rein. Und das ist halt auch beim Rennenfahren ganz, ganz wichtig, das Thema Blickführung. Oh. Viele Leute gucken nur 5 Meter vorm Auto. Du musst deinen Kopf drehen. Ja, dahin gucken, wo du hin willst. Und das muss hier einfach intuitiv passieren. Alter, ist das eng hier.
Jetzt bin ich gespannt. Also man kann echt nicht hören, wie man schalten soll. Man muss auf die Dinger gucken. Ja. Sagst du, dass jemand, der schnell im Simulator ist, auch schnell in echt ist? Ja. Ja, kann durchaus sein. Also es muss nicht so sein, aber es kann sein. Wie gesagt, das echte Leben ist dann immer noch eine ganz andere Sache. Ob du jetzt hier mit 200 durch eine Kurve fährst oder in einem Auto dann sitzt, um mit 200 dich da draus durchzufahren. Klassische Stelle ist zum Beispiel auf der Nordschleife das Thema Schwedenkreuz. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier mit dem Simulator fahre, dann probiere ich auch mal. Okay, guck mal, wie weit es geht. Fahre ich mit 240 durch, merke, das geht. Das heißt aber nicht, dass es mit dem echten Auto auch geht. Ja, bist du vielleicht einen Meter anders positioniert und haust den Koffer weg, dann sieht das Ganze schon anders aus. Deswegen für mich ist immer noch ein Unterschied zwischen Realität und Simulation. Aber was du auf jeden Fall tun kannst, ist deine Fahrfähigkeit verbessern. Wenn du viel Simulator fährst, kannst du deine Fahrfähigkeit, deine Präzision verbessern. Das daran glaube ich schon. Okay, zwei Kurven machen mir noch ein bisschen Ärger. Heißt, man hat, wenn man die Bremse aufmacht, hat man nicht so das Gefühl, wie schnell man schon wirklich jetzt in der Kurve ist. Ja, die Bremse ist nicht gut hier in dem Ding. Oder nicht? Das ist das Einzige, was so... Ich habe auch schon zu viel Lenkeinschlag, oder? Nö, nee, das geht. Du musst teilweise noch ein bisschen... Jawohl, jetzt, genau. Manchmal sieht man das bei Philipp, das Thema Geschwindigkeitseinschätzung, also Speed-Einschätzung zum Cornerradius nicht hundertprozentig passt. Das kommt mit Erfahrung. Je mehr du fährst, je mehr verschiedene Strecken du fährst, desto leichter tust du dich damit. Wenn du jetzt permanent immer nur die gleiche Strecke fährst, dann wirst du zwar gut auf dieser Strecke, weil du natürlich irgendwann weißt, okay, hier muss ich im dritten Gang durchfahren. Die gleiche Kurve auf einer anderen Strecke fährst du dann aber nur im zweiten Gang, weil du dir nicht sicher bist. Und das sieht man teilweise, aber die Linie, die er fährt, genau, das macht er schon sehr gut. Ist teilweise ein bisschen aggressiv am Lenkrad. Das Echt? Kommt wahrscheinlich von seinem Abarth her tatsächlich. Ja. Mit so einem Auto würdest du eher mehr rund fahren. Ja? Hackst da schon sehr viel rein in die Ecke. Team hacken. Versuch mal tief in die Kurve reinzubremsen bis zum Scheitelpunkt. Und dann ganz Radius vom Lenkrad ganz leicht. Genau, jetzt bremsen und jetzt... Genau, warst ein bisschen früh dran und jetzt würdest du quasi, und jetzt würdest du die Bremse loslassen. Am Scheitelpunkt, kurz vorm Scheitelpunkt, das ist so der klassische Porsche-Fahrstil, weil das Auto ja vorne kein Gewicht hat auf der Achse, Motor alles hinten. Das heißt, du musst möglichst lange vorne das Gewicht zu halten. Ganz genau, bis ganz tief in die Kurve reinbremsen, damit du das Auto zum Drehen bekommst. Hier, untersteuern, wenn er jetzt da, siehst du, wenn du zu früh innen bist, dann kriegst du immer Untersteuern rein. Jetzt guck mal, wenn er jetzt bremst und lenkt, fahr mal weiter. Jetzt bremsen und lenken. Guck mal, wie das Ding auf einmal einlenkt. Ja, ist zu schnell gewesen. Ja, dann bist du auf einmal 40 km schneller in die Kurve gefahren. Was schätzt du, wie viele Runden Nordschleife bist du in deinem Leben gefahren? Ich habe 2013 bei 3000 Runden aufgehört zu zählen. Was, 2013? Ja. 3000 Runden in 2013. Und danach kamen die ganzen Entwicklungsfahrten, natürlich mehr 24-Stunden-Rennen und so. Die meisten Runden, glaube ich, würde ich behaupten, habe ich im Industriepool. Das ist dieser Test- und Entwicklungsbereich auf der Nordschleife, wo die Hersteller ihre Autos testen. Würde ich sagen, habe ich die meisten Runden gedreht auf der Nordschleife. Aber es ist auch heute noch so, ich komme heute noch an Stellen und denke mir, boah krass, letztes Jahr bist du aber anders gefahren. Ja. Fuchsröhre zum Beispiel jetzt oben mit dem neuen Körb, ganz unrhythmisch, das ist auch für mich Neuland. Ja, das ist dann, die Strecke verändert sich halt, ne? Genau. Aber ich liebe das einfach, Nordschleife ist einfach die geilste Strecke der Welt, es geht nichts drüber. Es ist einfach, und da bin ich so dankbar, dass wir dieses heilige Stück Erde nicht weit von meinem Zuhause entfernt platziert haben. Ja, ich habe auch gesagt, wenn es geht, würde ich am liebsten jedes Wochenende hin. Das ist schon... So, Philipp, wo stehen wir hier? Ja, eine Runde jetzt noch. 2:04. Also wirklich gar nicht verkehrt. Finde ich gut. Finde ich gut. Schön spät bremsen am Ende der Pylonen. Jetzt warten. Genau. Bremsen. Und Gas. Zumindest hat er jetzt mal richtig Reifentemperatur und Luftdruck, sehe ich gerade. Das war bei mir, glaube ich, gerade noch ein bisschen niedrig, als ich angefangen habe. Also 1,82 Bar an der Vorderachse, vorne links, 90 Grad, der ist jetzt perfekt, der Reifen. Ja, ich kann auch noch härter in das Pedal reintreten beim Bremsen, das ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen. Ja, das ist krass, weil damit kommt dann auch Temperatur rein, ne? So, okay, pass auf, jetzt die Tipps setze ich jetzt noch einmal um und dann haben wir es.
Alter, ich bin normalerweise jemand, der schalten kann ich immer, aber du hörst gar nichts, fährst komplett über Grenze. 2:04. Ja, passt. Boah, aber ist echt, aber tatsächlich anstrengend. Es wird schon warm in so einem Ding, ne? Richtig anstrengend, aber geil. Ich merke auf jeden Fall, wenn du hinter mir stehen würdest und die passenden Tipps gibst, dann lernt man das schon an dem Simulator recht schnell. Echt, ja? Ja, ja, mega. Schon. Also das glaube ich schon. Gerade wenn du jemanden hast, der genau weiß, wie dieses Auto sich real fährt, ne? Mhm. Und das an dem Simulator auch so ist. Ne? So, und war mein erstes Mal Porsche auf der Rennstrecke? Nee, stimmt gar nicht. Aber zumindest das erste Mal schnell mit Porsche auf der Rennstrecke. War auf jeden Fall eine geile Experience, hinter mir mal jemanden stehen zu haben, der mir einfach sagt, später bremsen, früher einlenken, auf der Bremse stehen bleiben, dabei einlenken. Hast du sehr gut gemacht. Dafür. Sehr gerne. Man sieht auf jeden Fall, du bist öfter auf der Rennstrecke unterwegs. Also machst du es nicht zum ersten Mal. Dabei war ich noch gar nicht so oft auf der Rennstrecke tatsächlich unterwegs. Also ich rufe mich da jetzt gerade auch ein. Ich muss aber auch, bin auch positiv überrascht von deinerseits vom Schrauben. Klingt jetzt gerade so, der eine, der anderen und so weiter. Aber war tatsächlich so. Ich glaube, wir haben in beiden Sachen ganz gut abgeliefert. So viel zur Tire aus Köln. Alle 2 Jahre ist nur eine B2B-Messe, muss man dazu noch mal sagen. Genau. Das heißt, man muss sich, glaube ich, online registrieren und dann kann man auch vorbeikommen. Oder man wird halt eingeladen von irgendeinem Händler hier. War eine Erfahrung wert. Für jemanden, der sich über Reifen ein bisschen live informieren will, es gibt auf jeden Fall alles hier vor Ort, muss man einfach mal sagen. Nichts, was du dir nicht vorstellen kannst. Wahnsinn. Also teilweise die super duper Cross-Reifen, also der Winterreifen, den wir gerade gesehen haben, völlig verrückte Sachen. Sehr inspirierend und sehr interessant. Ich würde sagen, so viel dazu. Danke fürs Zuschauen. Wir beide quatschen jetzt noch ein bisschen darüber, wie wir Arbeit schneller machen und sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Alles klar. Ciao.